Ja, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe hier wieder richtig feine Sachen für euch aufgetischt, richtig feines Jugendfeuerwerk. Ich habe mir aber heute überlegt, ihr seht schon hier den Grillwagen, habe ich mir extra besorgt, kam um die 30 Euro und ja, habe ich gedacht, okay, nehme ich ihn mal mit und ja, mache halt eine ganz feine Videoidee draus. Und zwar werde ich heute diese Feuerwerkskörper hier auf diesem Grillwagen zünden. So, was haben wir denn hier Feines? Also ich habe einmal das Sortiment Spooky Flames von Weco mit verschiedenen Fontänen. Und ja, zum Beispiel Sweet Sally, Trusty Ted, Jolly Jane, Mad Mike, Scared Susie, Funky Fred, Stupid Pete, Angry Bert, dann Crazy Klaus und hier Happy Hilde. Wie nice, richtig nice. So, dann haben wir hier noch eine Rauchfontäne, Nico Smoke Tube in Blau. Dann habe ich hier mal so ein kleines Sortiment. Ich hatte es ja schon alles ausgepackt. Crazy Panda, bestehend aus hier Cranky Chick. Das sind so Bodenwirbel. Dann Doggy Beat, wahrscheinlich so kleine Knisterteile. Dann haben wir hier noch Blitzknatterbälle. Ja, und das war's bei diesem Sortiment. Dann haben wir hier Weco Geisterlichter. Dann habe ich hier noch Weco Hans Dampf. Auch sehr bekannt. Richtig schöne Silberfontänen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann habe ich hier noch mal zwei richtig feine Fontänen. Einmal Silver Vulkan von Weco und hier den Gold Vulkan. Und ja, hatte ich noch vergessen. Natürlich hier Knallerbsen, Psycho Meerkat und hier Shinky Shiny Shark war natürlich auch noch mit in diesem Sortiment. Aber Knallerbsen muss ich euch heute nicht antun. Das kennt ihr ja, das lassen wir heute mal weg. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Hier mit diesem Weco Hansdampf. Erstmal der grüne. Sind recht nice, die Dinger gehen ordentlich hoch und dann würde ich sagen, zünden wir doch gleich mal zwei Stück. So, und die nächsten. Ein Blau und ein Violett. Ich muss echt sagen, also die Steighöhe ist für Jugendfeuerwerk wirklich beachtlich. So, und zum Schluss noch mal drei Stück, wenn ich sie jetzt alle ankriege. Ja, das war Hans Dampf. Hatte wirklich mächtig Dampf. Muss ich Weco echt mal Lob aussprechen. Tolle Fontänen. So, dann machen wir mal weiter. Würde ich sagen, mit den Doggo Beat. Ne, mit den Cranky Chick machen wir weiter. Geht doch. Der blieb auch schön in der Grillwanne, herrlich. Und zum Schluss hier nochmal von diesem Cranky Chick machen wir gleich nochmal drei Stück. Stellen wir auch wieder hin. Wirklich, wirklich mega nice. Sind halt ganz normale Groundblumen oder Groundspinner, ihr seht.
Die Grillwand hat sich schon richtig toll verfärbt, richtiges Graffiti. Jetzt machen wir mal Weco Geisterlichter, das kennt ja fast jedes Kind. Kann man zünden, ist aber jetzt nichts Besonderes. Dann gleich weiter, zwei Stück. So, jetzt gleich drei Stück. Und der letzte, Flamme reicht noch. Jo, hat gepasst. Jetzt machen wir weiter mit dem Doggo Beat. Stimmt, es ist ja ein Hund drauf. Doggo Beat. Doggo Beat von Leslie. Mal gucken, was es ist. Ich glaube aber Crackling oder sowas. Nee, es ist Stroke. Also Stroboskop-Effekt. Gleich mal drei Stück. So, und jetzt noch mal drei. Jetzt geht's weiter mit den Weco Blitzknatterbällen. So, jetzt gleich mal zwei Stück. So, ich würde jetzt sagen, einen schönen Crackling-Kreis aus diesen Dingern passt gut. So, fünf Stück. Jetzt geht es zu Weco wieder. Also Weco Silber Vulkan und Weco Gold Vulkan. Machen wir erstmal den Silber Vulkan. Steighöhe jetzt nicht so berauschend, aber ich sag mal, Brenndauer geht voll in Ordnung. So, jetzt die Gold-Variante. Könnte es jetzt nicht so gut sehen, obwohl es fast Dämmerung ist, aber richtig schönes, feines Gold. Also für Jugendfeuerwerk kann man nur empfehlen. Also ich hatte extra für diese Tour hier mal aus dem Sortiment genommen, was auch noch in einem späteren Video kommt. Also da könnt ihr richtig gespannt sein. Das Feld lichtet sich. Ja, bald kommen wir zu den Spooky Flames. Das haben wir schon alles gezündet. Aber vorher gibt es noch ein bisschen Rauch. Nico Smoke Tube in Blau. Also man kann es sehen, richtig schön und dichter Rauch, echt richtig toll. Ja. Man sollte es zwar nicht in die Hand nehmen, aber es geht trotzdem, es wird dann ein bisschen warm.
Ganz unten kann man das anfassen, das geht. Aber richtig schön, muss ich echt sagen. Wow. Richtig toller blauer Rauch. Richtig mega. Da kann man gleich mal hier diesen Grill mal noch verschönern. Nee, geht nicht. Ach, das kann ich nicht. Aber richtig edel, muss ich sagen. Wow, jetzt sogar noch mit Nachbrenner oder nicht? Nee, das war nur der Schlussakkord. Richtig, richtig schön. Ohne Mist. Brenndauer top. Rauchintensität auch richtig gut. Mega. So, und jetzt, Freunde, jetzt geht's los. Buki Flames. 76 Teile. Ja gut, ein paar haben wir ja schon gezündet. Ich sag's nochmal. Sweet Sally, Trusty Ted, Jolly Jane, Mad Mike, Scared Susie. Was haben wir hier? Funky Fred, Stupid Pete, Angry Bert, Crazy Klaus und hier die Happy Hilde. Happy Hilde, ab geht's. Ich frage mich echt, Jugendfeuerwerk ab 12 Jahre, aber ein bisschen mehr kann da schon kommen. So, jetzt den Crazy Klaus. Schlecht gesehen. Ja, also es ist eine Goldfontäne, wirklich sehr, sehr filigranes Gold. So, jetzt machen wir mal zur Abwechslung hier diese quadratischen, quadratisch praktisch gut. Sweet Sally. Weiter geht's, Jolly Jane. Angry Bert. Also ich muss sagen, ja, die Fontänen sind eigentlich eine absolute Lachnummer. So, jetzt geht's weiter mit Stupid Pete. Mehr als Qualm kommt aus diesen Boxen leider nicht raus. So, übrig sind jetzt noch Funny Fred, Scared Susie, Mad Mike und Trusty Ted. Also bisher haben sie sehr, sehr enttäuscht, diese Fontänen. Weiter geht's, Mad Mike.
Ja, Freunde, die Fontänen sind so filigran, dass man noch nicht mal was sieht. Das ist mal Feuerwerk. Mega. Scared Susi. Ja, gar nicht. Wenigstens eine mit Power. Scared Susi. Was heißt das eigentlich? Der erschrockene Susi oder was? Tippt's mal in die Kommentare rein. Und als letztes Trusty Ted. Auch nicht so das Wahre. Also die Fontänen wirken auf mich, haben auf mich sehr, sehr komisch gewirkt. Ja, kann nicht sein. Ihr habt ja gesehen, selbst bei den anderen Fontänen habe ich immer was gesehen. Vielleicht war es ein Goldsediment, keine Ahnung. So, das war es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst einfach mal einen Kommentar da oder bewertet dieses Video. Ja, für das Sediment, Spooky Flames. Naja, geht so. Dafür gibt es natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, mir sind die Effekte einfach viel zu schwach. Kann man anders einfach nicht sagen. Aber deswegen bin ich ja da. Ich teste für euch alles. Und ja, deswegen vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.